territory must be without the order. And Sheriff, the orcs are collecting scrap from Starfort Helios. Echt, Sherlock? They are building something, but what? Sie bauen etwas ab. Okay, das ist tatsächlich eine nützliche Information. Aber dass die Orks hier was plündern, ich glaube, dass die ihn vorher auch für sich behalten können. Der liebe Herr Terminator. Stell ich mal vor, irgend so ein Terminator nimmt seinen Helm ab und dann sieht man auf einmal das Gesicht von Arnold Schwarzenegger. Das wäre total... What? Das ist ja ein Terminator, Terminator. Darkbot, das könnte ein bisschen eklig werden. Bringt das eigentlich was hier? Gegen den? Nö, nicht wirklich. Dark. Bot. So. Wie viel Schaden macht der eigentlich, liebe Terminator? Ernsthaft, ihr macht im Nahkampf trotzdem 94 Schaden? Okay, das erklärt so einiges. Soll das heißen, die machen mehr Schaden? Gut, Gateway macht dafür wahren Schaden, aber trotzdem... der Nahkampfschaden ist echt nicht schlecht für Fernkampfspezialisten. Na, oh, da ist auch noch Banshees. Und Diomedes lebt. Wer hätte es gedacht? Ich meine, hallo, der Typ ist ein aktiver Held auch im Multiplayer. Da muss er auch irgendwie doch da sein. You have Captain Diomedes. Miau, Gummibären. So, macht mal die blöden Portale kaputt, sonst dauert es ja noch ewig. Boah, okay, macht ihr mal die Infanterie kaputt. Das dauert ewig bei den Terminatoren. Nix da mit den Banshees. Boah, ich brauche echt mal Lebenspunkte. Ich könnte mal speichern. Ne? Spießmerins. Ja, wir haben gerade keinen Boreal in der Nähe, aber bitte, mit Diome, das haben wir wenigstens einen von den beiden Bolt Boavas. Wir haben Space Marines, wir haben Emperor's Fury. Mann, die müssen irgendwie Boreal zurückbringen. I came to issue your last rites. Now I see that you need none. So the Eldar used their webway to sidestep the blockade. They're here in force. I was fighting through orcs when I ran into Eldar. It's worse here than I feared. We must assess their numbers and report to the Inquisitor. Kümmern Sie sich um die Eldar. Okay, wir haben... Diomedes. Chaplain Diomedes, guide me to the foe, so I may smite them. Liturgie des Kampfes aktiviert. Diomedes repliziert die Liturgie des Kampfes und stärkt sich selbst und andere Space Marines. Steigert... Ja, ist gut. Steigert Geschwindigkeit, Rate für kritischen Schlag und gewährt normalen Nahkampfangriffen die Boni seiner kritischen Schläge. Während der Aktivphase der Liturgie gewähren Angriffe durch die Diomedes allen anderen Einheiten einen kleinen zusätzlichen Bonus. Okay. Wie sieht's mit deinen Werten aus? Auch nicht schlecht, weil er hat einen Sturmbeutel dabei. Das Ding wird schon ein bisschen reinhauen. Ah, Lebenspunkte. Haben. Und eins für Diomedes. Drei Helden. Micromanagement incoming. Dazu hat Diomedes nur seine Liturgie zu aktivieren. Wenn ich das jetzt machen will... Wie hoch ist der Radius, in dem ich meine Verbündeten buff? Oder ist das über die ganze Karte? Das wäre ein bisschen krass.
Das ist mein Gesundheitspaket. Jetzt ist ein Ork am Mikrofon. Oh, so viel Medipacks. Auf einmal ist das Spiel so freundlich mit Medipacks. Könnt ihr euch an Mission 1 erinnern? Da waren die geizig wie sonst was. Da können wir denken, haben Schwaben das Level gebaut. So. Ja, kürzt man es ab mit SM. Auch wenn wir keine Dark Elder gerade da haben. Geht's ja, trotzdem. Space Marines und so. Die Liturgie müssen wir dann bei Zeit mal ausprobieren. Hi. Kommt mal her. Besser gesagt, geht mal bitte wieder. Also, die werden echt weggefegt. So. Oh, die Scrollgeschwindigkeit, wenn ich mit der Maus an den Rand gehe, könnte auch ein bisschen größer sein. Also, yeah. Da müsste bloß noch so ein knarzendes Geräusch von dem Schiff kommen. So. Knarz, knarz. Wie wenn man so eine schwere Eisentür öffnet. So, ich glaube, du kannst mal dein Ding anmachen. Das ist jetzt aktiv für gut 15 Sekunden. Nicht schlecht. Und das bufft jetzt so rundum sorglos Paket, ne? Schwarze Keim da. Überraschung! Weil wenn sich jemand mit einer Gatling neben mich teleportiert, ich glaube, dann denke ich mir auch so, leck mich am Arsch. Ich gehe, ich kündige. Scheiß auf Weltenschiffe. Ich fange als Hausmeister irgendwo an. Oh, Warpspin. Nein, 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 nicht. Nee, ich weglaufen. Sag mal, geht's euch noch gut? Obwohl, ja, komm. Kämpft gegen die Orks, pass auf. Da kommt eben zurück. Oh. Was? Was? Ach, er kann sowas auch. Eifer und Zorn. Die Wormitas erhält durch seine Angriffe Zorn und verliert selbigen, wenn er außer Gefecht oder nicht im Kampf ist. Maximaler Zorn gewährt eine Ladung und verleiht seinem kritischen Schlag zusätzliche Eigenschaften. Die erste. Bam, 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 bam. Die erste Ladung verleiht Bonusschaden für den Nahkampf. Die zweite Ladung heilt in einem Kreis. Geil. Ich habe mich schon gefragt, ob der Ordenspriester endlich mal heilende Eigenschaften hat, weil das habe ich eigentlich von ihm erwartet. Victory shall be ours. Show spirit me to triumph, my emperor. Praise and order received. Linksrang, rechtsrang. The Eldar have overwhelmed the Orcs. Unopposed, they'll overrun this world. Then we'll stop them here. Vernichten Sie die Eldar-Basis. Ach nee, okay, wir sind da nicht außen rum. Ja, okay. Ach nee, Eldar-Basis da. Boah, jetzt bin ich verwirrt. Na gut, lassen wir die erstmal noch ein bisschen gegen die Orks kämpfen. Die werden ja bloß ein bisschen verwundet dabei. Kümmern wir uns dann um die etwas dezimierteren Eldar. Sag mal. Dein Schlag heilt ja in einem Kreis. Ist das jetzt tatsächlich... Ah, es ist, glaube ich, nicht, wenn man gegen Gebäude kämpft, oder? Was ist denn da verankert? Ach, das ist ein Orkbau. Also eine Orkbaute. Wir brauchen ein paar Raketchen. Was? Das muss
sogar Phantom-Druiden weghauen damit. Aber ja, man merkt, dass da immer wieder mit der Heilung durchkommt. Das ist total praktisch. Und ihr haut mal ab. Lasst mich in Ruhe. Müssen eigentlich alle überleben? Jo, da kommt immer so eine Heilwelle. Das ist cool. Die hält sogar länger an. Das ist ja total geil. Ach, hi. Kannst du nochmal dein komisches Ding anmachen? Anscheinend nicht. Ah, so viele Phantom-Druiden. Es ist mir egal. Ich hab's ja zuerst gesehen. It's mine, as I first. Raketen! Gib Gas, Rakete! So, machen wir dann eine schöne Heilfähigkeit. Ja, wunderbar. Oh, das ist so gut. Und was? Hi. Super Viper. Noch mit dem Kack Slowfield. Oh, Nobs. Nobs are here. Keep moving. Don't let it get a clean shot. Mal da hochporten. Micromanagement Hölle. Da komme ich hin, wenn ich unartig bin. Ich sehe es kommen. Oh nein, Ilumzar. Das meinte er mit in Bewegung bleiben. Scheiße. Schaffen wir mit den Terminatoren den Ilumzar? Versuchen wir es mal. Du hast leider keine Heilmöglichkeit mehr hier, oder? Wir haben ja letztens noch über Geiz gesprochen, ne? Gibt's hier Friendly Fire, wenn ich mich jetzt meinen eigenen Leute anschieße? Heil mal Gaby ein bisschen mit. Tu es! Ach, ja, ja, ja. Nein. Nein! Leck mich am Arsch, Gaby. Bleib bei mir. Du musst dich doch einfach in Gabe umbenennen.
Lück mich doch! Phantomkling. Scheiße. Oh nein. Spring. Oh, leck mich doch. Oh, Heilung. Nein, 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 nein. Das ist gerade zu viel. Oh nein. Nein. Ah, kann zurückkommen. Ja, dann ist alles gut. Das wird trotzdem eklig ein bisschen. Ah, jetzt kommt noch mal ein bisschen Heilung. Das Ding ist gleich kaputt. Naja. Oder auch nicht. Gucken wir mal. Mach du mal restlich platt. Aber hier, Gabe muss doch unter seinem Abkürzelnamen hier Steam gründen. Noch später. Fuck, tut das weh. Willst du mich verarschen? Seit wann sind die eigentlich so schnell? Ja, jetzt sind sie so... Nein. Scheiße. Mist, ich bin in der Sackgasse. Uncool. In 10 Sekunden habe ich nochmal meinen Boost. Ab geht er. Auf Wiedersehen. Scheiße, die sind trotzdem schnell. Sie bleiben stehen. Ich glaube, da werden wir im Nahkampf nicht weit gekommen, wie die mit den Terminatoren weggeschnetzelt haben. Heilige. Ja, ich hätte die mehr auf Distanz halten sollen, die um in den Nahkampf. Aber gut, die ließen sich ja nicht abhalten. Die haben auch keinen Taunt oder sowas, wie Gorgas es einen hat. Hm, 20 Sekunden sind wir wieder soweit. Mit Gabriel geht es dann. Guck mal, ein Wrack. Von denen gibt es hier so wenige. Ich sehe Elder-Basis. Das ist ja schon hier oben. Ich glaube, das ist sogar das letzte Ziel für diese Mission. Gabriel Angelo, stand steady. Ja, Baby. So, besser. Hallöchen, jemand da? Kuckuck. Erstmal schön Buff holen und ab geht er. Mach vor allem mal ein bisschen Heilfähigkeiten rein. Heilung! Okay, das Schild ist gar nicht mal so unpraktisch, wenn ihr ihn damit dabei hat. So. Piu, piu, piu. That's the last of the scum. Maybe. I fear this isn't their only staging ground. Rossa. Yay, niemand wird zurückgelassen auf allen drei Schwierigkeitsgraden. Also gut, die Mission ging bis aufs Ende. Also beim Ende war es dann wirklich ziemlich knackig mal. Hi, Diomedes. Und so. Er zeigt auf mich. Und auf dich. Angelos, I forbade you to land on Acheron, yet you defied me. Inquisitor, I could not let my brothers lie in dishonor on that world. It is right that I did not. Diomedes survived and was standing alone against an Eldar invasion force. What? It is not just orcs on Acheron, but the Eldar as well. Their webway is more invasive than I imagined. They will get to the spear before...
that your aim, Inquisitor? You want the spear for yourself? Is that why you blockaded Acheron? Angelos, remain on Acheron and do not let the spear fall into the hands of our enemies. Wie war's nochmal? Wer den Speer berührt, wird verdorben. Wieso habe ich so ein Gefühl, dass der Inquisitor entweder nichts davon weiß oder diese Warnung ignoriert und dafür dann teuer bezahlen wird? So, nur so eine Vermutung, ohne es zu wissen. Schön. Baby, Stufe 8. Ach, das ist es, oder? Das ist, glaube ich, diese Doktrin, dass die nicht mehr auf- und abbauen müssen. Das ist natürlich richtig krass. Okay. Belohnungen gibt's auch noch. Hier. Der Bastion feuert einen konzentrierten Schuss ihrer Laserkanone auf ein Fahrzeug. Verursacht Dämpfen, Verlangsamung und Angriffe deaktivieren. Okay. Das mit dem RAM vom Cybot, alles klar. Anstatt zu sterben, aktiviert der Cybot RAM und heilt sich ausreichend, um den Tod zu entgehen. Alles klar. Dann würde ich sagen, war das Mission 8, denn wir sehen uns dann das nächste Mal wieder mit den Eldar bei Mission 9.